Ich fange an, ist gut. Ja, okay. Du verschwimmst wieder. Also, ich bin Angelina. Ich heiße Metta. Ich bin Zani. Ich bin Lionel, ich bin 12. Ich bin der Valentin, ich bin Zani. Ich bin Martha und ich bin 10 Jahre alt. Ich bin Elisa, ich bin 12. Ich heiße Mathis, ich bin 7. Ich bin Riham, ich bin 11 Jahre alt. Ich heiße Isalin, ich bin 9 und ich wohne im Spiegel. Ich bin 9, ich heiße Katharina. Ich bin Lena, Beli. Ich wohne in Schöpfen und ich bin 12 Jahre alt. Ich bin Benny, ich bin 11 und ich wohne auch in Bern. In New York. In Madagaskar. Ich bin Amaya Rufibach und ich wohne in der Nähe von Marzili und ich bin auch 12. Mein Name ist Martin Waldmeier und ich bin Kurator am Zentrum Paul Klee. Mein Name ist Pia Ledrach, ich bin die Leiterin vom Kindermuseum Creaviva. Mein Name ist Katja Lang. Ich arbeite im Kindermuseum Creaviva und mache viele Workshops dort. Ich bin Eva Gredl und ich begleite hier im Zentrum Paul Klee jegliche partizipative Prozesse und so auch das Projekt Kindercuratieren Klee. Ich bin Alissa Pasquier. Ich bin Volontärin der Sammlung, Ausstellungen und Forschungsabteilung im Zentrum Paul Klee und ich war kuratorische Assistentin für dieses Projekt. Im Projekt Kindercuratieren Klee bin ich quasi der künstlerische Leiter, nicht der Kurator, weil Kinder sind selber die Kuratoren, Kuratorinnen. Wir machen viel so aus der Expertenrolle Ausstellungen oder auch unsere Angebote. Es ist immer Angebot für Kinder. Und wir haben schon lange zum Ziel gesetzt, dass man viel mehr Angebote machen mit Kindern. Und es ist jetzt das erste Mal, wo man das so richtig hat umgesetzt. Darum war es auch keine Frage, dass wir da mitmachen. Martin ist vor einem Jahr mal zu mir gekommen mit dieser Idee. Ich war Feuer und Flamme, weil ich fand, es ist wirklich eine super Idee. Das ist auch das, was unser Tagesgeschäft ist, den Kindern den Klee beizubringen oder näher zu bringen. Warum das nicht umkehren mal? Wir haben das Projekt initiiert mit der Erwartung, dass man durch die Zusammenarbeit mit den Kindern zu irgendeiner Form von neuem, witzigem, poetischem, überraschendem Blick aufs Werk des Klee kommen könnte. Wir möchten heute mit euch versuchen, dem Klee seine Keimschrift zu entschlüsseln. Ist jemand von euch gut im Schriften entschlüsseln? Also Detektive hat sicher viel, oder? Da. Aha. Bist du ein Detektiv? Halb. Halb. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, hat noch niemand wirklich herausgefunden, was die Bedeutung ist von diesen Zeichen im Klee seiner Bilder. Und wir würden gerne mit euch versuchen, die Zeichen zusammen zu entschlüsseln. Wir haben jetzt etwa 20 Bilder vom Klee. Und eure Aufgabe ist jetzt, ihr kriegt jetzt so Post-its. So. Und einen Stift. Und was gehört noch? Was braucht noch jeder Detektiv? Jede Detektivin? Eine Lupe. Eine Lupe, genau. Eine Lupe gibt es noch dazu für alle. Schaut euch mal alle Bilder an. Schaut euch mal die Bilder ganz genau an. Hier, mit der Lupe. So. So. Und schaut, was hat es für Zeichen drauf. Und dann nehmt ihr einen Stift, nehmt ein Post-it. Und wenn ihr ein Zeichen seht, zum Beispiel hier, ich sehe gerade eins. Hier hat es so eins. Dann mal das Zeichen abzeichnen. Und wenn ihr das Zeichen abzeichnet habt, so. Wenn ihr eins habt, dann nehmt es. Und dann es hier an die Wand kleben. So, dass wir noch die ganze Wand voll mit Zeichen haben. Das ist gut. Wir sind hier in einem Atelier, eines von drei Ateliers, die im Creaviva vorhanden sind. Das ist ein Arbeitsraum, der schon an sich irgendwie inspirierend ist. Es hat dreckige Tische, es hat viele Farbtauben, es hat einfach tonnenweise Material, das man irgendwie kann brauchen und einem kann und Ideen geben kann, für die Ideen zu entwickeln. Wir haben angefangen,
Wir haben versucht, den Kindern auf sehr spielerische Art und Weise den Paul Klee näher zu bringen. Wir haben ein paar von seinen Interessen hervorgehoben und sind nachher so, zum Beispiel bei der Zeichensprache, immer wie mehr eingetaucht in sein Werk. Alter, wie macht es Baum auf Bäder? Seht jemand einen Baum hier? Ja, ja, ja. Blätter. Und was ist denn der Punkt unter dem Baum? Weihnachtsbaum. Oder vielleicht, wenn du das umdrehst, ja, dann ist vielleicht der Schneeflocke, der drauf geht. Ich sehe das Ende von einer Eisenbahnstrecke. Ah ja, das könnte ja auch noch sein. Wie oder siehst du das? Parkplatz. Ja. Die Eisenbahnstrecke kommt von links oder von unten und oben ist das Ende. Parkplatz, wo vorne der Punkt, das ist da, wo man für einen Parkplatz zahlt. Könnte es tot sein? Ja. Egal ob Mensch oder Fisch? Ja. Oder Baum. Ja, oder Baum. Toter Mensch, toter Fisch. Es kann einfach nur tot sein. Sehr gut. Das quietscht. Ja. Quietscht. Haben Sie es nicht gern? Quietscht. Wir haben das Projekt eigentlich so in drei Phasen aufgeteilt. Die erste Phase war ganz klar ein Ausprobieren von eben diesen recherchierten Methoden, um herauszufinden, was Kinder interessiert. Wo zieht sie her? Was fällt ihnen am einfachsten für Geschichten zu erzählen und mit dem Thema Kunst in Berührung zu kommen? Das Thema der Zeichen ist ein grosses Thema beim Klee, vor allem in seinem Spätwerk und für King sehr ein mystisches. Der Klee hat die Zeichen nicht erklärt, sondern für King ist es wie ein Keimschriftbild. Und sich durch so ein Bild durchzubewegen, löst ganz viel Faszination und Fantasie aus. Ich sehe einen Mensch. Ah ja, was für einen? Also der Bogen dort, ja, ist ein Kopf. Ja, das ist ein Kopf. Ja, dann kommt der Arm oben. Ja, das ist der Arm. Und unten ist nach der Bauch mit runter und der Mensch grabt oder so und ist schon im Loch innen. Aha, der Mensch, der grabt. Ja. Also so wie? So graben zum Beispiel. Okay. Mhm. Wir sind echt so ein Mönch, der so krabbelt, ja, und so bis da. Ja, ja, ja. Ja. Ich sehe es. Ja. Gebückt. Gebückt. Ja. Also Alter vielleicht? Ja. Mit einem Stock hier. Ist das vielleicht mit wie einem Stock oder so? Oder wie mit einem Rollator? Es ist noch schlimmer mit Ohren zu. Okay, gut. Wir machen wieder kleine Gruppen. Ihr könnt entweder alleine arbeiten oder zu zweit. Und dann nehmen wir ein grosses Papier. Stift. Dann könnt ihr euch wie ein kleines Geschichtchen ausdenken mit diesen Zeichen. Dann könnt ihr also quasi wie mit dem Alphabet vom Klee selber Geschichte schreiben. Ihr könnt noch ein bisschen verteilen, wenn ihr wollt, an genau, die anderen Tische. Euch im so. Raum. Also, wir haben noch 2 Minuten. Wenn ihr fertig seid, kommt mit eurer Geschichte hier auf diesen Tisch. Uns hat interessiert, auf was für Ideen kommen die Kinder? Was sehen sie für Inhalte? Was sehen sie für Geschichten in diesen Bildern drin? In der Hoffnung, dass wir vielleicht etwas kriegen von den Kindern, mit dem wir dann weiterarbeiten können. Man kann verschiedene Geschichten erzählen über die Bilder. Auch über jedes Bild von Paul Klee. Es kann verschiedene Bedeutungen haben. Er hat auch recht viele verschiedene Zeichen in den Bildern versteckt. Und ich finde die Werke von ihm schon auch recht schön. Ja, und man kann auch manchmal noch etwas herausfinden. Oder so etwas wie. Es ist auch manchmal wie ein Rätsel, das man herausfinden kann. Oder dann heisst es irgendwie, es hat irgendwie Buchstaben drin oder so, die etwas bedeuten. Das war eine sehr aufwendige Angelegenheit. Ich habe mich so fest gesehen, so in diesen Methoden, urlang recherchiert und gesucht, was wäre eine gute Arbeitssituation für uns alle, für das wir zum Resultat kommen. Und ich glaube, dort sind wir dann bei diesen Workshops gelandet. Darum sind wir am Schluss so ganz viel im Creaviva, in diesen Atelier, weil wir irgendwie Atmosphäre gebraucht haben, die schnell animiert und inspiriert zum Arbeiten. Und haben ganz viel, ich habe auch gesagt, den Methodenkasten aufbauen und haben dann auch viel ausprobiert und geschaut, funktioniert es, kommen wir so zu Geschichten, zu Inhalten.
Also das war so viel Recherche und viel Ausprobieren. Und das war für uns Teil des Experiments, irgendwie anzufangen. Weil wir nicht wussten, um was es so geht, was ein Thema soll sein. Und darum haben wir mal einfach geschaut, was könnten spannende Ansätze sein für die Kinder. Und das Interessante war natürlich nicht, sie hat keinen von denen genommen, sondern sie hat schlussendlich einen genommen, den wir nicht damit gerechnet haben. Letztes Mal haben wir uns ja mit Zeichen auseinandergesetzt und nachher eine eigene kleine Geschichte dazu gemacht. Und Geschichten begleiten uns auch noch heute ein bisschen. Und zwar wollen wir Geschichten über Figuren machen. Kommt mal darüber auf einen Tisch herum. Wir mal wirklich uns mit Figuren beschäftigen und was sie so machen könnten und wer das die eigentlich sind. Ihr dürft euch alle eine von diesen Figuren aussuchen und nachher dürft ihr euch überlegen, wie heisst sie? Hat sie vielleicht Spitznamen? Wo wohnt sie? Wie alt ist sie? Hat sie vielleicht Haustier? Was hat sie für Hobbys? Hat sie Geschwister? Hat sie Kinder? Hat sie Eltern? Was macht sie gern? Was macht sie nicht so gern? Alles, wo halt dazugehört. Es geht nicht darum, ein Bild zu nehmen, das euch gefällt, sondern es geht mehr darum, ein Bild zu nehmen, das eine Geschichte erzählen kann. Hast du dir moderieren, Katja? Genau. Und ihr überlegt euch jede Frage in Bezug auf die Figur, die ihr ausgewählt habt. Wie heisst sie? Wie heisst eure Figur? Woher kommt eure Figur? Kommt aus? Wir haben das Thema Figuren gewählt, weil wir uns erhofft haben, dass wir aus denen her Geschichten entwickeln können. Man könnte eigentlich sagen, dass jede Ausstellung eine Geschichte ist. Es gibt verschiedene Arten von Geschichten. Es gibt Geschichten, die kunsthistorisch sind oder Geschichten, die mehr über das Visuelle funktionieren. Für uns ist das Motiv Geschichte eine Möglichkeit gewesen, den Kindern zu erklären, was eine Ausstellung ist und wie sie funktioniert. Stellt euch vor, wir erzählen gemeinsam eine Geschichte. Was ist das Lieblingsessen von dieser Figur? Katja! Was? Meine Figur kann gar kein Lieblingsessen haben. Wieso denn nicht? Ja, weil sie Zuckerwatte ist. Wir haben immer die Tendenz, als Kunsthistorikerinnen ein Bild geschichtlich einzuordnen. Wir lesen sofort die Jahrzahl und wissen die Umstände. Und bei den Kindern ist das überhaupt nicht wichtig. Die Kinder lernen ein Bild anschauen, sie durchackern den Inhalt und aus dem heraus ergibt sich eine Geschichte. Gut, kommen wir genau wieder rüber. Wir fangen an. Mitkommen! Alle rüberkommen! Stellt uns mal eure Figur vor. Also, die Figur heisst Wisszahn-Indianer. Und er lebt im Immer-Nacht-Dorf. Ist das eigentlich ein Würstchen oder eine Banane? Oder was ist das? Das ist ein Turban. Aha. Der hat er beim Karate gewonnen. So wie der Gurt. Nein, das ist, weil er ein Sultan ist. Aha. Die Sultan. Und wieso hat er vier Arme? Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er zwei von seinem Vater geerbt. Was ist deine Figur, Valentin? Also, der Name heisst Poppy Zuckergrinch. Der Spitzname ist Pop. Er kommt aus der Zuckerwatte. Er hat Hobbys, gegessen zu werden. Ich finde, es ist cool, was auf die Schnelle passiert ist. Jetzt geht es gleich mal an einen Punkt, wo wir müssen entscheiden, um was es in dieser Ausstellung gehen soll, was das für ein Thema hat. Und darum haben wir jetzt ganz viele verschiedene Sachen ausgesucht und, oder ausprobiert. Und wir werden jetzt zusammen anschauen, wo wir das Gefühl haben, wo wir dort noch etwas tiefer gehen könnten.
wir haben wie einen Cut gemacht. Also wir haben dann gemerkt, Geschichte ist eins und Geschichten findet man in den Bildern. Aber jetzt müssen wir eine Bilderstory machen. Also wir müssen die Geschichten anfangen zusammenführen, sonst haben wir nur ein Staccato. Und das war dann die Herausforderung, was ist die ganze Geschichte? Schlussendlich vertieft haben wir nicht einen von diesen Zugängen, den wir erprobt haben, sondern mehr das, was er vereint, und zwar das Investigative, die Detektivarbeit. Wir haben aufgenommen, was die Kinder am meisten fasziniert. Und das waren so Themen wie Emotionen, Zeichen, die Titel, auch das Zusammenstellen von einer Sammlung. Das ist das, was die Kinder extrem interessiert hat. Und interessanterweise hat das eigentlich auch das Hauptwerk, das sie unabhängig von dem ausgesucht haben, gefordert. Anstatt selber zu beschließen, hier gehen wir jetzt tiefer, haben wir eigentlich den Kindern die Entscheidung überlassen, wo wir jetzt tiefer gehen. Wir haben aber gesagt, wir möchten gemeinsam ein Bild suchen, mit denen wir die Ausstellung anfangen. Das ist wieder der Anfang einer Geschichte. Und dort gehen wir tiefer. Ja, also es heisst irgendwie. Ich weiß nicht. Ja. Es sieht eigentlich so aus, wie man kann sich das vorstellen, so wie Pixel, die miteinander. So. Pixel sind ganz kleine, Viereckli, farbige Viereckli eigentlich. Es sieht halt aus wie eine Glasfassade eben vom Bauhaus. Das ist so eine. Irgendwie eine Kunsthochschule. Dann, wo der Paul Klee das Bild Glasfassade gemalt hat, ist ihm eher schlecht gegangen. Wenn man den Hintergrund, also die Geschichte vom Bild hört oder liest, dann sind die Farben eher etwas trauriger, weil die Geschichte auch nicht gerade so glücklich ist. Aber ich finde es ein recht schönes Bild. Es ist recht, recht schön. Und es sieht aus wie eine Glasfassade. Und es erinnert mich persönlich an eine Kirche, wegen den Farben, die es drin hat. Und der Hintergrund von diesem Bild, also die Rückseite, hat auch eine spannende Geschichte. Und das Bild ist so richtig spannend. Also ich glaube, das ist das perfekte Bild. Sind es nicht so viele? Nicht so viele. Wir sind auf sehr gutem Weg. Wir sind kurz vor dem Durchbruch. Wir haben jetzt letzte Woche ein sehr umfangreiches Mindmap gemacht zu diesem Bild. Und jetzt tun wir verschiedene Themen, die dann für uns nützlich sind in der Ausstellung, inhaltlich ausarbeiten. Und wir arbeiten mit Titeln. Das sind Werktitel vom Klee. Und wir brauchen die, um die einzelnen Themen inhaltlich weiter auszuarbeiten. Jetzt hat es fast keine. Das wären ja andere Wände auch noch. Ich habe noch viel. Du hast jetzt noch etwa 5 oder so. Also es geht einerseits um Themen wie Architektur, Fenster, Blick durchs Fenster. Aber dann hat es auch sehr emotionale Themen. Die Frage, was kommt nach dem Tod? Thema Kirche, Glaube, Wiedergeburt. Also ein ganzes Spektrum von eigentlich sehr ernsthaften Themen. Ich glaube, das hätten wir alle nicht erwartet. Ja. Aber vielleicht ist es genau so gekommen, wie es muss. Die Kinder wollen nicht unbedingt die Themen, wo wir Erwachsene denken, das wären Themen für Kinder. Das letzte Mal, als wir uns das Bild angeschaut haben, habe ich euch ja erzählt, dass die Forscher herausgefunden haben, das Bild hat der Klee ein paar Monate gemacht, bevor dass er das gemalt hat. Ah, genau umgekehrt ist es. So. Das Bild hat der Klee als Vorstudie zu dem gemalt gemacht. Und das gemalt ist etwas, was er auf der Rückseite gemalt hat. Von unserem Hauptwerk, die Glasfassade. Auf der Rückseite der Glasfassade befindet sich das Bild. Und ein Teil von diesem Bild ist das Motiv. Das Motiv heisst Unfall. Wir versuchen herauszufinden, was hat es mit diesem Unfall auf sich? Was bedeutet das? Und was ist da genau passiert? Was steckt da für eine Geschichte dahinter? Also
Also, ihr seid Detektive. Was findet ihr raus über das Bild? Also, was sind eure Theorien, was das Mädchen für einen Unfall hatte? Was passiert ist? Das ist der Virus eben. Ein Virus, okay. Also der Virus, der Virus, das Mädchen getötet hat. Das Mädchen. Der Dog-Virus. Ja. Der Virus. Und sie macht den Köpfler in einen Pool. Und wie kommen wir auf den Köpfler im Pool? Wo sie so verkehrt ist. Also mit diesen Beinen hier, wo so aussieht, wie als würde jemand ins Wasser springen. Also dort unten ist ja auch noch der Kopf. Ja. Aber er ist die Puppe. Also sie macht eigentlich den Seemannsköpfler. Ja, der Seemannsköpfler ist der, wo man den Arm am Körper hat. Seemannsköpfler? Das habe ich noch nie gehört. Was meinen die? Die haben den Kopf über. Und es sieht aus, als ob sie Drillinge im Bauch hat. Drillinge im Bauch? Also sie ist schwanger? Ja, und vor dem Unfall hat sie ihre grauen Hirnzellen nicht angespannt. Das ist, was sie zu diesem Unfall kommt. Okay, sie hat also nicht aufgepasst? Mhm. Das kannst du sein, Valentin. Ich habe seit dem letzten Mittwoch das Bild auch ganz genau angeschaut und habe selber versucht herauszufinden, was passiert ist. Das letzte Mal habe ich euch ja erzählt von der Manon Gropius, wo an einer Kinderlähmung gestorben ist, Tochter vom Direktor vom Bauhaus. Und das Bauhaus ist das Gebäude mit dieser Glasfassade. Wisst ihr noch? Könnt ihr euch noch erinnern an die Geschichte? Genau. Das ist doch so eine Kunsthochschule. Genau, eine Kunsthochschule. Und ich habe über das Bild nachgedacht und plötzlich habe ich gedacht, irgendwie kann diese Geschichte nicht stimmen. Die Manon Gropius, die hier. Der Klee hat die zwar gekannt, aber hat sie nicht wirklich gut gekannt. Er hat sie nicht wirklich so gut gekannt, dass ich glaube, er hat ein Bild für sie gemacht. Und vor allem ist die an einer Krankheit gestorben und nicht an einem Unfall. Und ich habe herausgefunden, der Klee hat wirklich ein Mädchen gekannt, das an einem Unfall gestorben ist. Und der Klee hat einen Sohn gehabt, der hat Felix geheissen. Da seht ihr den Felix Klee. Und der Felix Klee hatte eine Freundin, Carla. Carla Grosch. Carla Grosch war eine Tänzerin. Und sie hat auch am Bauhaus, an der Kunsthochschule, gearbeitet. Als Sportlehrerin. Und sie hat, und das hat man bis vor wenigen Jahren gar nicht so genau gewusst, sie hat gewohnt im Haus von Klee. Sie war wie ein Mitglied der Familie von Klee. Carla hatte eine Katze. Da seht ihr die Katze. Die Katze hat Bimbo geheissen. Ah, das ist doch die Katze da. Genau. Und der Bimbo, der wird nachher noch ganz wichtig sein. Hä, aber nicht der Bimbo noch? Der Bimbo? Was denkst du? Das ist ein Plüschkätzchen. Nein. Das ist sie, Carla Grosch. Dann ist das Jahr 1933 gekommen. Im Jahr 1933 sind die Nazis an die Macht gekommen, der Hitler. Und darum hat 1933 Carla Grosch beschlossen, sie dort auswandern. Dorthin, wo heute Israel ist. Carla Grosch ist nach Palästina ausgewandert. Und sie hat sich vom Klee verabschiedet. Hat gesagt, wir wandern aus, wir suchen ein neues Leben. Hier in Deutschland können wir nicht mehr weiterleben. Sie ist nach Tel Aviv mit dem Schiff. Und in Tel Aviv hat sie einen schönen grossen Strand. Sie ist baden. Ist sie der? Und was ist passiert? Ertrunken. Sie ist ertrunken. Sie ist ertrunken im Mittelmeer. Und wie weit ist die früher gegangen? Das wissen wir nicht. Und sie ist schwanger gewesen. Das Kind ist auch gestorben. Das Kind ist auch gestorben. Aha, und das da hier, aber sie hat nicht Drillinge gehabt. Das wissen wir nicht. Also in den Kleebüchern steht, das sei ein Bild über die Manon Gropius. Aber ich habe das Gefühl, das stimmt nicht. Es geht eher um die. Aber was meint ihr? Ich frage euch. Ist das. Sie ist ja schwanger, also das sind ihre Kinder. Mhm. Und halt ja. Also das, du sagst, das sind ihre Kinder im Bauch, oder? Ja. Mhm. Wisst ihr, was mit der Katze passiert ist? Nein. Doch, das Kaukle hat er bekommen. Genau. Und nachher ist der Bimbo im Klee seine Lieblingskatze geworden. Und der Klee hat ganz viele Bilder gemacht mit dem Bimbo. Okay, also jetzt haben wir viel Neues herausgefunden.
Ändert das euch eure Sicht auf das Bild nochmal? Ja. Möchtet ihr immer noch mit diesem Bild weiterarbeiten? Ja, weil das ist sehr traurig. Sehr traurig. Gibt es auch etwas Positives an diesem Bild? Ja. Immer und immer wie spannender. Also das Erstaunliche ist, dass wir in diesem Prozess mit den Kindern wirklich auf neue Erkenntnisse gestoßen sind und wir ein neues Kapitel im Leben von Klee haben können erzählen, nämlich die Freundschaft mit der Carla Grosch und wie sie tragisch gestorben ist. Für mich war es ein Schock, dass die Geschichte, die ist echt heftig gewesen. Und ich hätte nicht gedacht, dass hinter dem Bild Glasfassade, die so langweilig ist, so eine coole Geschichte ist, die spannend und heftig ist. Oh, ciao zusammen. Bitte. Und jetzt hier ist ein erstes Depot mit allen Kleewerken, die sind hier alle in diesen Schachteln versorgt. Das sind immer mehrere. Ihr seht hier, wenn ihr auf dem Schild schaut, vordran, wie viele Werke drin sind. Und das ist alles chronologisch geordnet. Zuerst kommen die Zeichnungen, die er als Bub gezeichnet hat. Und ganz hinten sind nachher die, die er schon ein eher älterer Mann war. Also etwa so alt wie ich. Jetzt Hans-Rudi, ich würde gerne SFK AT 115 sehen am Depotplatz SFK NAT 8. Das müsste eine Postkarte sein. Wir haben ja herausgefunden, dass Carla Grosch ausgewandert ist nach Tel Aviv mit ihrem Freund. Nicht mit dem Felix Klee, sondern dann mit ihrem späteren Freund. Und als sie dort angekommen ist in Tel Aviv, hat sie ihm Klee eine Postkarte geschickt. Das ist die. Auf der Rückseite steht «Liebe Familie». Also das schreibt sie an den Klee, oder? Nur rasch ein Lebenszeichen. Es ist nicht zu heiß, auch sehr schön und hochinteressant. Wie 1001 Nacht. Es geht sehr gut. Bald ausführlich. Und das ist die letzte Postkarte, die sie geschickt hat, bevor sie gestorben ist. Ein paar Tage, nachdem sie die geschrieben hat, ist sie gestorben. Schön, dass Sie gekommen sind. Bis zum nächsten Mal. Dürfst du uns raus begleiten? Wir gehen alle zusammen raus. Nehmt eure Papiere mit. Der Besuch im Depot ist etwas vom Schönsten, eines der schönsten Erlebnisse, die man haben kann als Kurator, als Kuratorin. Und das ist uns auch ganz wichtig, dass wir das den Kindern bieten können. Okay, wollen wir schauen, was uns Nina geschickt hat? Sie hat ein Video geschickt. Ja! Mit einer Nachricht an euch. Das ist unsere Direktorin. Wollen wir hören, was sie uns sagt? Ja! Gut, bin gespannt. Jetzt danke für eure Briefe. Ich bin Nina, die Museumsdirektorin. Ich finde es einen guten Vorschlag, dass ihr das Bild aussucht. Ich finde auch, ihr habt ein sehr typisches und ein sehr ansprechendes Bild von Paul Klee ausgewählt. Ich wünsche euch viel Erfolg beim weiteren Entwickeln der Ausstellung. Und ihr habt meine volle Unterstützung und mein volles Okay für die Auswahl, die ihr getroffen habt. Alles Gute, bis dann. Tschüss, eure Nina. Tschüss. Tschüss. Nein, unser Anfangsbild. Nein, unser Anfangsbild. Normalerweise ist es so, dass unsere Direktorin entscheidet, was für Ausstellungen wir machen. Das beinhaltet auch, dass sie entscheidet, mit welchen Themen wir uns auseinandersetzen in unseren Ausstellungen. Und jetzt bei dieser Ausstellung war das Thema das Anfangsbild. Und damit der Prozess leicht verständlich ist für die Kinder, haben wir es quasi so gemacht, dass die Kinder unserer Direktorin berichtet haben, welches Bild sie als Anfang ihrer Ausstellung möchten haben. Und Nina Zimmer hat auf das reagiert, hat sich auch mit dem Bild beschäftigt und ist zum gleichen Schluss gekommen wie mir, nämlich, dass es ein sehr hochspannendes Bild ist, wo ganz viel Potenzial hat, um damit eine Geschichte zu erzählen. Es gibt sehr viele Geschichten dazu und
Es ist sehr interessant und ich glaube, das ist genau das richtige Anfangspunkt für so eine Ausstellung. Ja. Also es tut die Ausstellung wirklich beinhalten, sozusagen. Mhm. Das Bild Glasfassade hat halt eigentlich einfach die Mehrheit gewählt. Also mir gefällt es nicht besonders gut, aber die Mehrheit hat eigentlich das gewählt und darum ist das jetzt das Hauptbild. Ja, Glasfassade hat mir so halb gut gefallen, aber am Anfang. Aber als ich dann die Geschichte gehört habe, hat es mir dann auch etwas besser gefallen. Also, wie man kuratiert, haben wir schon speziell gelernt. Wie machen wir das? Es gehört da dazu. Bild suchen. Der Anfangsbild. Und den Titel suchen, wo passt zum Anfangsbild. Jetzt sind wir gerade dabei, Ausstellungstitelvorschläge auszuarbeiten. Wir haben das letzte Mal etwa 50 Titel gemeinsam entworfen. Und jetzt versuchen wir, Top 5 zu finden. Und damit wir das machen können, haben wir 4 Kriterien. Und die Kinder sind jetzt gerade dabei, anhand von diesen 4 Kriterien auszuwählen, welche Titel am besten für die Ausstellung passen könnten. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bitte 6. Fenster zur Welt. Fenster zum Himmel. Schön. Anfang und Ende. Schlecht verpassen? Nein. Ist es schön? Spannend? Nein. Ist es schön? Nein. Aber wir können nur positiv. Ja. Ist es spannend? Nein. Ist es schön? Nein. Leuchtendes Geheimnis. Unser Favorit, leuchtendes Geheimnis. Leuchtendes Geheimnis. Leuchtendes Geheimnis. Was spannend und schön. Es ist ein positiver Titel, also er ist sehr fröhlich, also sehr passender Titel und ja, es ist ein schöner Titel. Es hat halt viel Geheimnisse in den Bildern von Paul Klee, die wir noch nicht wissen. Und deswegen finde ich den Titel passend zu den Bildern, die wir in der Ausstellung genommen haben. Und deswegen habe ich gedacht, ja, der Titel passt, ja. Ausstellungstitel finden ist etwas wahnsinnig Schwieriges, weil ganz viele verschiedene Ansprüche an einen Ausstellungstitel gestellt werden. Es muss einerseits den Inhalt der Ausstellung repräsentieren, es muss gut klingen, es muss sich auch gut vermarkten lassen, es muss gut aussehen auf einem Plakat, es muss allgemein verständlich sein, es muss positive Emotionen auslösen. Das ist eine grosse Herausforderung. Der Titel der Ausstellung haben wir auf sehr spielerische Art und Weise wiederum aus Titeln von Kleewerken gefunden. Und zwar durften die Kinder wirklich dürfen Titel neu zusammenstellen. Sie haben sie verstückelt und nachher wieder neu zusammengefügt. Und so ist eine ganze Palette an möglichen Titeln entstanden. Und gemeinsam ist dann der Entscheid gefallen. Leuchtendes Geheimnis, das passt zum Inhalt der Ausstellung, das passt zum Werk, das passt zu dem, was ausstrahlt. Und es hat den Kindern gefallen, vor allem. Das war das Wichtigste. Ich glaube, die größte Herausforderung für die Kinder, und sie haben es selbst gesagt, war, Entscheidungen zusammenzutreffen und sich zu einigen. Und normalerweise gibt es nur einen Kurator oder eine Kuratorin, die sämtliche künstlerische Entscheidungen trifft. Aber bei diesem Projekt musste eine Gruppe von Personen entscheiden. Und das haben wir durch Diskussionen und Abstimmungen gemacht. Aber ich glaube, sie haben wirklich gelernt, in einem Team zu arbeiten und Kompromisse einzugehen. Und das war für sie nicht einfach. Wir haben so lange hergearbeitet auf das Ziel, dass wir eben den Titel haben und das Hauptwerk, weil wir gewusst, das hilft uns für den Rest. Und er hat die Arbeit erst richtig angefangen. Hallo zusammen. Wie geht's? Gut. Heute haben wir etwas ganz Spannendes vor, etwas sehr Spezielles. Etwas auf das, einen Moment, auf den habe ich sehr lange gewartet und ihr vielleicht auch. Heute müssen wir das Werk auswählen für die Ausstellung. Wir haben ja jetzt
uns ganz viel mit diesem Bild beschäftigt. Wir haben uns damit beschäftigt, was die Ausstellung für ein Thema hat. Wir haben ausgehend von diesem Bild Themen gesucht, diesen Themen Titel gegeben, Namen gegeben, ein Brainstorming gemacht. Und seither haben wir uns mit diesen Themen beschäftigt, die wir herausgefunden haben zusammen, und haben die ganze Sammlung angeschaut. Alle 4000 Bilder von Paul Klee, die in diesem Museum sind. Und geschaut, was haben wir alles in dieser Sammlung, wo könnte zu diesen etwa 25 Themen passen, die wir zusammen herausgefunden haben. Und wir haben zu all diesen Themen jeweils etwa 50 oder 30, 40, 50 Bilder gesucht, damit wir euch so helfen können, die Werkauswahl zu machen. Sind ihr bereit? Hier geht es rein. Jetzt seht ihr, dass es hier etwa 25 Tische hat. Und mit dieser Vorauswahl, die wir gemacht haben für euch, könnt ihr jetzt zu diesen Themen jeweils eine Wand mit Werk bespielen. Ich möchte euch nur noch ein paar Tipps geben, wie ihr vorgehen könnt, wenn ihr so eine Wand hängt. Stellt euch vor, das hier ist jetzt eine leere Wand, wie sie nachher in der Ausstellung hängt. Und hier habe ich ein paar Werke ganz klein ausgedruckt vom Klee. Das Ziel ist für euch alle, dass ihr Werke auswählen, die an eine Wand kommen, die gut zusammenpassen. Die Mehrzahl der Werke, die der Klee gemacht hat, sind Zeichnungen. Und wir sollten versuchen, einen schönen Mix zu finden zwischen Zeichnungen und farbigen Bildern. Und die Leute zahlen ja, damit sie unsere Ausstellung sehen können, damit sie eure Ausstellung sehen können. Die Leute zahlen nämlich 20 Franken. Und wenn die Leute so viel Geld zahlen, dann erwarten sie meistens, dass sie die Werke gut anschauen können. Und damit die Leute Werke gut anschauen können, sind sie meistens eben so gehängt, dass man gerade ungefähr auf Augenhöhe die Bilder hat. Für eure Ausstellung machen wir das dann vielleicht anders. Das schauen wir dann noch zusammen, was unsere Hängehöhe ist. Die sind ja nicht so gross wie Erwachsene. Vielleicht machen wir dann ein bisschen tiefer. Ist gut. Also, ihr könnt euch hier frei bewegen. Schaut, was euch gefällt. Und ihr könnt es einfach mal so drauflegen. Und zuerst, bevor ihr etwas anklebt, umschieben, bis ihr euch wirklich sicher seid. Also, Werkauswahl ist ein riesiger Schritt vorwärts. Und es ist echt der Moment, wo die Ausstellung wirklich konkret wird, wo es wirklich Form annimmt. Und wenn wir jetzt hier umschauen, sehen wir genau das. Wir sehen, wie Werke zu Gruppen zusammenkommen, wie kleine Geschichten entstehen, wie die Ausstellung im Kleinen und im Grossen immer spürbarer, immer konkreter wird. Ich habe das Thema Geheimnis und Rätsel genommen, weil es viele Farben hat. Also das Bild ist für dich wie in der Mitte? Ja. Mhm. Und dann auf beiden Seiten hast du wie zwei? Ja. Die anderen Bilder gefallen mir nicht so. Und ich finde es auch nicht so schön. Ich habe jetzt das Gefühl, also das finde ich eigentlich sehr schön. Ich habe das Gefühl, die Zeichnung die ist zu schwach. Hier auf der Seite fällt es ein bisschen ab. Du hast hier vier starke farbige Bilder und eine Zeichnung, die eigentlich fast wie eine Skizze aussieht. Ja, das könnte tatsächlich sein. Ja. Das würde schon besser aussehen. Ja. Oder? Ja, das finde ich auch, ja. Mhm. Also, ich habe mir Tag und Nacht ausgesucht, weil ich gedacht habe, mit dem kann man gut so eine Kombination machen, dass man wie auf einer Seite eher so tägliche Sachen macht und dann auf einer anderen Seite so nachtliche Sachen und in der Mitte etwas, was beides kombiniert. Also ja, eigentlich habe ich gedacht, ich nehme so ähnliche Bilder und ich nehme noch ein grosses dazu, was das nicht nur so kleinere Bilder hat, sondern auch ein grosses. Und das ist vielleicht auch noch so ein bisschen spannend. Ja, Unendliches genommen. Und ich habe es ausgewählt, weil ich die Bilder sehr schön gefunden habe und sie zum Wort Unendlich passt. Und darum habe ich gedacht, könnte ich das nicht, weil die anderen nicht so spannend gefunden. Also ich habe es so gemacht,
dass halt ihr mit so ein farbiges seht, das da. Und dass man denkt, da hat sicher etwas schönes Farbiges und er hat auch noch etwas Dunkles, so weiß-schwarzes. Also dass es beides hat. So, ja, das ist doch schön. Oder was meinst du? Ja. Findest du auch? Das finde ich auch noch cool. Dumme Frage eines Kindes. Dumme Frage eines Kindes. Meinst du das nicht? Oder doch? Nur als Reserve? Nur als Reserve? Also so irgendwie noch eins und so noch eins. Super. Aber das ist eine sehr, sehr schöne Wand. Also sollen wir es aufkleben? Die können es aufkleben, ja. Also man hat es wirklich schon ein bisschen vor Augen, jetzt, die Wand. Und was dort hängt, was man dort sieht in dieser Ausstellung, was man erlebt. Und das ist super. Ich bin extrem fast ein bisschen nervös heute, weil das so ein wichtiger Moment ist. Und gleichzeitig extrem erleichtert, dass wir jetzt da einen weiteren wichtigen Schritt heute haben können machen. Nach der Auswahl der Kinder waren wir sicher noch bei 20 Themen. Wir mussten nachher aus architektonischen Gründen die Ausstellung reduzieren. Sie sind bei 16 Themen gelandet, wo wir das Gefühl hatten, die passen auch zusammen. Das passt zur Geschichte, die wir erzählen. Die sind eine Einheit zusammen. Und haben nachher, ja, uns für die 16 Themen geeinigt. Also, wir haben halt immer ein bisschen versucht, andere Themen zu machen. Aber es hat jetzt von zum Beispiel Tod jetzt ganz viel gehabt. Wir haben für den mehrere Wände brauchen als für vielleicht Farbenbilder hat jetzt der Klee nicht so viel gemalt. Er hat eher so Striche und farblos halt. Ich fand es interessant, aber auch sehr anstrengend. Weil ich da viel denken muss, ob das gut zusammenpasst von der Größe her und von der Farbe her und so. Mir noch, die Entwicklung der Kinder ist gesehen, dass so viel Bespassung, Freizeit, Aktivität immer mehr wirklich ins Arbeiten hineingegangen ist. Und sie auch immer wie mehr gefordert worden sind. Man hat auch gemerkt, es ist ernst und für sie nicht nur lustig, sondern es ist wirklich eine Herausforderung für sie. Aber sie wollen dranbleiben. Als Kuratoren jetzt hier machen wir schon noch recht viel für die Ausstellung. Wir haben auch schon uns angeschaut, wie unsere Ausstellung wird aussehen. Und wir haben Sachen dazu überlegt, haben Ideen gesammelt. Und ich glaube, wir sind recht schnell vorangekommen, in nur ein paar Wochen. Und das ist halt, ja. Wir haben uns sehr viel Zeit genommen am Anfang. Wir wollten nicht Druck machen, wir wollten wirklich eben die Inspiration und die Zugänge zum Klee schaffen und dem Raum lassen. Wir wussten, die Werkauswahl selber, das haben sie schnell. Sie können schnell entscheiden. Was wir nachher haben müssen verlängern mussten, war wirklich bei Detailarbeit. Also gibt es jetzt die Plattform, wie sieht die aus, was hängen wir, welche Farben überkommen die Wände, was gehört noch in die Ausstellung. Das hat dann noch etwas mehr Zeit gebraucht und dort haben wir auch noch etwas angehängt. Wir haben nicht so lange Zeit, wir werden also fahren. Also, wir wissen ja, wir wissen ja schon lange, dass wir in dieser Ausstellung einen Ort haben wollen, wo man hinsitzen kann, wo man sich ausruhen kann, wo man die Ausstellung anschauen kann. Eine Plattform, was auch immer das genau ist. Das ist etwas, was wir schon lange gesagt haben, das wollen wir machen in dieser Ausstellung. Und wir haben das schon mal ausprobiert. Jetzt wissen wir, was unser Anfangsbild ist. Und das Bild hilft uns, uns auch genauer vorzustellen, uns genau zu überlegen, wie diese Plattform aussehen könnte. Und wir haben für heute Klötzchen vorbereitet, die genau diesen Formen entsprechen. Gemeinsam mit den Kindern haben wir uns überlegt, wie unsere Ausstellung aussehen soll. Und wir haben andere Ausstellungen besucht, die Ausstellungen, die wir jetzt gerade aktuell im Museum haben. Und haben die Kinder gefragt, was gefällt euch da, was gefällt euch nicht, was würdet ihr anders machen? Was soll es in eurer Ausstellung haben? Wie soll man sich dort fühlen? Was macht man dort drin? Was macht man, wenn man nicht gerade Bilder anschaut?
Und dann hat sie so in der Bildausstellung so wie einen Begegnungsort, sage ich jetzt mal, gehabt. Und das hat ihn imponiert. Und aus dieser Idee heraus ist ihre Idee gekommen, dass sie eine Plattform wollte. Eine Art Turm, ein Ort auch zum Chillen. Das gibt es jetzt in der Regel sonst nicht. Oder würde man nicht so sagen, ihre Ausstellung. Und darum finde ich die Idee eigentlich auch noch schön. Für King hat es natürlich gefällt, die Architektur auch dürfen zu bestimmen. Also Bilder hängen ist eins, aber das ist auch viel zu langweilig, einfach Bilder an die Wand hängen. Wir haben einen riesen Raum. Sie haben gesehen, wie der eingerichtet war und haben gleich mal gefunden, da muss etwas höher sein, da muss eine Plattform rein, da muss eine Liegemöglichkeit, eine Chillmöglichkeit rein. Und haben dann angefangen zu bauen, haben ein Modell machen, wie das sie sich das vorstellen. Wenn ihr euch inspirieren wollt, könnt ihr immer das Bild anschauen. Das Bild ist unsere Inspiration. Was uns extrem unter Druck gesetzt hat, ist ganz einfach die Tatsache, dass wir diesen Prozess nie wirklich langfristig planen konnten. Jede Woche haben wir uns mit den Kindern getroffen und dabei sind Entscheidungen gefällt worden, die dann den weiteren Verlauf des Projekts beeinflussen. Und so hat man nie wirklich gewusst, wo geht's hin, was entscheiden wir das nächste Mal. Und so haben wir auch nie wirklich langfristig vorausplanen. Und das hat uns extrem auf Trab gehalten. In so einem Projekt hat man ja am Schluss immer Zeitdruck. Egal was, egal wie lang das ist, denke ich. Und nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, wir hätten noch etwas mehr Zeit können brauchen. Vor allem für uns als Team. Durch das, dass wir das das erste Mal gemacht haben, mussten wir über so viele grundlegende Sachen diskutieren. Auch nochmal über unser Verständnis der Gestaltung von so einem partizipativen Prozess, vom Zusammenarbeiten, von wer entscheidet was. Und ich denke, dort hätte es vielleicht gut getan, wenn wir noch etwas mehr Zeit für uns gehabt hätten. Jetzt war die Herausforderung, alle Kinder am Ball zu behalten. Wir haben schon über ein halbes Jahr zusammen gearbeitet. Ein paar hatten Skilager, es war Sportwoche, es war Covid, sie waren krank. Unsere Herausforderung war, alle am Ball zu behalten, alle auf dem gleichen Stand zu behalten. Dran zu bleiben. Es hat ja dann auch wie Themen gegeben. Wir haben uns gruppiert. Ein paar haben lieber mit Texten gearbeitet, andere mit Farben, dritte praktisch. Dort war unsere Herausforderung rein methodisch. Wie schaffen wir das mit den Kindern, die wir haben, in der Zeit, in der wir noch haben, alles dann zu bringen? Wir gehen raus. Super. Wir machen eine kleine Ausstellung. Ja, machen eine kleine Ausstellung. Das ist nicht mehr. Oder? Es hat schöne Sitzflächen. Und es hat so eine Steigung. Wenn ich Zeit hatte, hätte man sicher noch lange bauen können. Aber jetzt für heute ist es fertig. Wir schauen, was wir nächstes Mal wieder machen. Dann sagen wir euch Tschüss. Merci vielmals und bis nächste Woche. Kommt gut heim. Tschüss zusammen. Ja, bleibt gesund. Kommt in der nächsten Woche. Wenn ich vergleiche die Kinder, wo es angefangen hat, unser Prozess, und dann am Schluss, kann man schon feststellen, dass sie wirklich so zu kleinen, zu jungen Kuratorinnen geworden sind. Sie haben sich wahnsinnig viel angeeignet, an Wissen, was alles zu dieser Aufgabe gehört. Und es ist ja, glaube ich, noch interessant, wenn man sie fragt, ob sie diesen Job wirklich machen wollen, bin ich nicht sicher, ob, wie viel das Ja haben gesagt oder sich das als Beruf vorstellen könnten. Obwohl wir immer viel Enthusiasmus und so haben gespürt bei dem, was sie gemacht haben, haben sie es, glaube ich, auch anstrengend gefunden. Die Kinder haben sich individuell angemeldet und haben regelmäßig an den Workshops teilgenommen, weil sie wirklich Teil dieses Projekts sein wollten und ja, sie haben gelernt, in einem Team zu arbeiten und Kompromisse einzugehen und sie können stolz auf sich sein. Ich habe den Eindruck, dass die Gruppe sehr schnell, sehr schön zusammengewachsen ist und dass die Kinder auch im Laufe der Zeit ein wirklich starkes Selbstvertrauen in ihre Rolle gewonnen haben und sie sind extrem entscheidungsfreudig sein. Und das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass sie können entscheiden können, ohne dass sie schon die ganzen Konsequenzen auch schon mitdenken.
Was es natürlich für uns, die die Konsequenzen quasi ausbaden müssen, umso schwieriger macht. Jede Woche sind wir dann mit der Herausforderung konfrontiert gewesen, okay, was machen wir jetzt mit dem, was wir jetzt gemeinsam entschieden haben? Wenn ihr jetzt zurückschaut auf die letzten 7, 8 Monate sind es schon, oder? Jetzt sind wir. Wenn ihr jetzt zurückschaut auf die Zeit seit letztem August, was ist euch jetzt am meisten geblieben von dieser Zeit? Mir hat es beeindruckt, wie engagiert die Kinder waren, wie lange wir sie dranhalten konnten. Am Anfang haben wir verschiedene Methoden ausprobiert mit den Kindern. Und wir haben gedacht, sie erzählen gerne Geschichte und sie erfinden gerne Figuren. Und wir wollten ein bisschen in diese Richtung gehen. Und dann haben wir bemerkt, eigentlich wollen sie Gedichte schreiben. Und dann hat das eine große Rolle in der Ausstellung gespielt. Wir haben so viel Aufwand betrieben, die einzelnen Arbeitseinheiten für die Kinder, dass sie arbeiten können, vorzubereiten. Und da haben wir ganz viel Aufwand betrieben. Und dort haben wir ganz viel eben aus dem Methodenkasten müssen, Sachen rauszaubern, für dass das gelungen ist. Weil wir jetzt gern gut gemerkt haben, wenn wir es vielleicht weniger gut haben vorbereitet, ist es manchmal auch weniger produktiv gewesen. Was mir sehr geblieben ist, ist das Zusammenarbeiten für uns im Team. Weil dass wir so intensiv eine Ausstellung zusammenarbeiten und so, über so lange Zeit, das hat es glaube ich noch nie gegeben. Das hat es noch nie gegeben. Das ist ja der Pioniercharakter von diesem Projekt, oder? Dass wir alle aus unserer Rolle heraustreten und etwas ausprobieren, wo wir nicht gewusst haben, wie das rauskommt. Hast du das Gefühl, das ebnet eher den Boden, dass wir wieder ähnlich zusammenarbeiten in Zukunft? Oder ist es mehr so ein einmal und nie wieder oder jetzt zumindest mal eine lange Pause? Ich glaube, dass das Projekt einzigartig ist und dass man gleichzeitig ganz viel gelernt haben, was uns hilft, so etwas mal wieder zu machen in einer anderen Zusammensetzung. Vor allem auch dadurch, dass wir vielleicht den Mut haben. Dass wir wissen, das kann wirklich zu etwas führen. Es bringt wirklich einen Erkenntnisgewinn. Uns ist es wirklich gelungen, den Perspektivenwechsel zu machen und von den Kindern auszudenken und nicht von uns auszudenken. Sie waren wahnsinnig schnell zuerst zufrieden mit ihnen. Geschichten, oder? Wir haben auch viele banale Geschichten gehört. Aus so der zu kitzeln, etwas mehr rauszuholen, das hat mich der schwierigste Stelle gedacht, so die Fantasie rauszuholen, weil die wahrscheinlich gar nicht mehr so viel gefragt ist. Das war auch einer der Knochenarbeiten. Ja, eigentlich hat das widerspiegelt genau die Situation sehr schön, das Spannungsfeld, wo wir uns drin befunden haben. Es ist eben nicht da mit Kinderausstellung zu machen und irgendeinen Output zu generieren, sondern wir haben dann irgendwie auch noch den Druck, dass die Ausstellung den Anspruch an eine reguläre Sammlungspräsentation entspricht. Ich glaube, dort sind wir nachher auch ein bisschen mit den Grenzen oder ja, mit den richtigen Herausforderungen von so einem partizipativen Prozess konfrontiert gewesen. Also das hat mir eine der zentralen Herausforderungen gedacht. Die beiden Ansprüche von Partizipation einerseits und andererseits einen hohen Anspruch an die künstlerische Qualität, das zusammenbringen. Das ist aus meiner Sicht die riesige Herausforderung, die wir uns gestellt haben mit diesem Projekt. Ich weiß nicht, ich glaube, uns ist das gelungen. Ich bin stolz, wenn ich so viele Leute gesehen habe. Also, ich finde es cool, dass so viele Leute kommen. Aber ja, irgendwie auch ein bisschen überwältigend.
Liebe Vernissage-Gäste, herzlich willkommen in unserer Ausstellung. Wir hoffen, ihr habt schon mal einen ersten Eindruck gewinnen. Also jetzt fangen wir mal an. Ihr habt ja alle zusammen selber die Ausstellung am letzten Mittwoch zum ersten Mal gesehen. Und dort war noch nicht alles gesehen. Jetzt seht ihr es zum ersten Mal fertig. Ist es so, wie ihr euch vorgestellt habt? Ja, es ist so, wie ich mir es schon vorgestellt habe. Wie war das jetzt die letzten 10 Monate, die ihr als Jungkuratorinnen und Jungkuratoren hier im Einsatz seid? Was habt ihr da gemacht? Es hat halt wirklich Spass gemacht, so etwas mal selber machen können, so eine richtige Ausstellung zu planen. Wir haben herausgefunden, wie der Paul eigentlich hat Bilder gemacht und wie hat er Glasfassaden gemacht. Es war cool. Hat Spass gemacht, finde ich. Ich habe eigentlich alles irgendwie cool gefunden. Also. Wo bist du? Ja. Nein, aber wir mit der Ausstellung hat, haben so geplant, was in die Ausstellung kommt und so. Das habe ich schon am coolsten gefunden. Ich finde alles toll, aber vor allem die Geschichte von der Glasfassade und die Rückseite und das Planen fand ich auch ganz toll. Ich habe alles gut gefunden, vor allem das Nüni. Also ich habe so eine am spannendsten Ding gefunden, wo wir Geschichten von der Rückseite haben Erfahrung gebracht, aber das Beste war das Vieri. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei unseren jungen Kuratorinnen und Kuratoren und euch allen für den Besuch und wünsche euch noch einen ganz schönen Aufenthalt und einen schönen Sonntag.